und herzlich willkommen zu einem weiteren Dampf-Tutorial. Diesmal geht es um Selbstwickler-Zubehör und zwar den Masterkit V2 von der Firma Geekvape. Was der kann bzw. was sich dahinter verbirgt, das schauen wir uns jetzt zusammen in diesem Tutorial an. Der Masterkit wird in dieser Nylon-verstärkten Tragetasche hier mit einer Seitenschlaufe geliefert. Das heißt, wir haben hier einmal das Geekvape-Logo eingestickt. Auf der Rückseite haben wir gar nichts. Und wenn wir den aufmachen, dann haben wir die erste Lage. Das bedeutet, wir haben hier ein 521 Tab Mini. Damit könnt ihr dann einen Verdampfer wickeln, ihr könnt ihn überprüfen und ihr könnt ihn auch ausglühen. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich näher an. Betrieben wird das Ganze mit einem 18650er Akku und dann durch diesen hier mit Rutschfüßen versehenen Deckel einfach hingestellt. So. Auf dieser Seite haben wir Feinmechanik Schraubendreher. 6 Stück, 3x Schlitz 1,4 mm, 2 mm 2,8 mm und Kreuz ebenfalls 3 Stück 1,8, 2,4 und 3 mm. Also Feinmechaniker bedeutet also diese kleinen, die hinten eine drehbaren Rückteil haben, dass ihr einfach ansetzen könnt und einfach drehen könnt. Und wie gesagt, davon in Kreuz und Schlitz jeweils 3 Stück. Damit kriegt ihr wirklich jede Schraube bei euren Verdampfern auf. Dann auf dieser Seite haben wir ein Einsteckfach, das heißt, da könnt ihr reintun, was ihr wollt. Und auf der inneren Seite haben wir dann die Full-Size-Werkzeuge. Das heißt, wir haben hier eine richtig schöne große Schere. Ja. Keine zum Klappen, ist ja genügend Platz hier. Wir haben einen Seitenschneider. Das ist ganz wichtig, wenn ihr Drähte abschneidet bei den Selbstwicklern und hier mit einer starken Feder. Dann haben wir eine gebogene Spitzzange. Die ist auch sehr gut, um Drähte zu biegen und zu drehen. Also auch da Full Size. Und eines meiner absoluten Lieblingswerkzeuge ist eine von diesen Keramikpinzetten, die noch mehr kann. Also die kann eigentlich drei Sachen. Erstens haben wir hier die Keramikpinzette, ganz klar. Das heißt, ihr könnt Draht nehmen, gleichzeitig Strom drauf geben und ihr müsst keine Angst haben, aufgrund der Keramikspitze leitet da keinen Strom. Dann haben wir noch zwei Sachen. Wenn ein Verdampfer mal festsitzt, dann könnt ihr das hier nehmen, um den zu lösen. Das bedeutet, ihr geht über einen Verdampfer einfach drüber, ja, und dann könnt ihr damit ganz bequem drehen. Und ein weiteres Werkzeug ist hier hinten, das ist da. Wenn mal ein Coil festsitzt und ihr nicht den loskriegt, dann könnt ihr den hier einspannen und ebenfalls drehen. Also ich bin begeistert von den Teilen. Ich habe die Vorgängerversionen, die noch etwas kürzer sind, aber genauso gut sind, finde ich sehr, sehr hilfreich. Und sollte jeder, der kein Selbstwickler ist, sollte zumindest auch eins von diesen Werkzeugen haben. Die gibt es auch separat. So, das ist der Inhalt des Kits. Und jetzt gucken wir uns kurz mal hier das Geekvape 521 Tab Mini an. Edelstahl, ihr schraubt euren Verdampfer auf. Jetzt könntet ihr diesen wickeln und so weiter wie gehabt. Zum Messen geht der Schalter auf das Oben-Symbol, also Widerstand, und wir sehen 0,25, stimmt. Und wenn ihr jetzt Draht ausglühen wollt, dann geht ihr hier auf die Feuerposition und drückt dann einfach den Feuerknopf. Ich habe ja hier Liquid drin, deswegen hört man den auch. Widerstandsbereich von dem Gerät zum Messen 0,01 bis 9,9 Ohm. Um den Dampfmodus zu verwenden bzw. diesen Aufglühmodus, braucht ihr mindestens 0,1 Ohm Widerstand.
Das Gerät hat eine Ausgangsleistung von um die 33 Watt maximal. Ihr könntet auch als Tischverdampfer das Ganze nutzen. Also wenn ihr jetzt das wirklich hier nehmt und an euren Mund führt, könntet ihr damit dampfen. Schaut halt ein bisschen merkwürdig aus. Es ist wirklich als Wickelstation und zur Überprüfung von Widerständen und zum Ausglühen gedacht. Und ja, aber ihr könntet dampfen, wenn ihr wolltet. So, jetzt habt ihr ihn gesehen, den Geekvape Master Kit V2. Es ist kein All-in-One-Kit mehr, sondern wirklich eine Selektion von wichtigen Werkzeugen bzw. wichtigen Tools wie einem Tab, Feinmechaniker-Set und natürlich hier noch die anderen Werkzeuge, was man so zum Selberwickeln braucht. Weiteres Zubehör könnt ihr dann, wenn ihr schon welches habt, dann einfach hier mit reinpacken, wie Drähte oder Watte oder sonst was. Der Set ist, wie gesagt, kein All-in-One. Das heißt, ihr braucht auf alle Fälle noch ein paar Dinge, damit es ein Set ist, das ihr wirklich hundertprozentig zum Wickeln einsetzen könnt. Sondern es ist mehr so Creme de la Creme, wie man so schön sagt. Und ja, das Ganze in einer schönen Tasche, die man in den Rucksack schmeißen kann oder wo auch immer ihr euer Zeug transportieren wollt. Hier habt ihr dann alles schön untergebracht und eine Trageschlaufe, die richtig solide angebracht ist. Das soll es gewesen sein. Bis demnächst. Ciao.